Move Electric wird euch präsentiert von Fairfinanzpartner OHG Stefan Harmsen, eurem Versicherungspartner für E-Mobilität. Ja moin, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ich habe ein Einfamilienhaus, da wohne ich drin seit 2006, da haben wir das nämlich selber gebaut und damals schon wusste ich, dass ich mir eine PV-Anlage aufs Dach bauen lassen möchte, habe ich aber erst 4 Jahre später gekonnt, vorher war einfach kein Geld da, das heißt ab 2010 habe ich dann meinen Strom mehr oder weniger selbst erzeugt, ich habe aber nur eine kleine Dachfläche, das ist so ein quadratisches Dach und so viele Module passen da nicht drauf, das ist insgesamt nur eine ganz kleine Anlage mit 3,6 Kilowatt Peak. Ja, und das ist wie gesagt jetzt schon über 12 Jahre her oder fast 12 Jahre her, 2010 wie gesagt. Und hat sich das jetzt für mich gelohnt? Habe ich da jetzt finanziell wirklich einen Vorteil davon oder ist das doch eher ein Zuschussgeschäft? Wie bin ich mit der Anlage zufrieden und würde ich es wieder machen? Das sind interessante Fragen und diese Fragen beantworte ich euch heute in diesem Video. Wird also wieder spannend, deswegen bleibt dran. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Ja, im Jahr 2006, da haben wir unser Haus gebaut, haben dafür auch einen großen Kredit aufgenommen. Wer kann sich so ein Haus schon aus der Portokasse leisten? Also wir damals nicht. Und ja, das Geld war natürlich knapp. Ich wusste schon, ich wollte PV irgendwann haben, aber 2006, das war einfach nicht drin in der Finanzierung, sodass wir da noch 4 Jahre gewartet haben. Und die PV-Anlage dann erst im August 2010 aufs Dach kam. Ich habe mir natürlich ganz viele Angebote eingeholt und habe mich dann für eine Firma hier entschieden, die aus Bremerhaven kam. Und die haben mir eine Anlage aufs Dach gebaut, mit der ich doch bis heute sehr glücklich bin. Hat auch nie Probleme, keine Ausfälle, gar nichts. Und diese Anlage möchte ich euch heute mal kurz vorstellen und vor allem auch sagen, erzählen, wie hat sich das für mich überhaupt gelohnt oder hat es sich überhaupt gelohnt? Ja, die Anlage hat 3,6 Kilowatt Peak und besteht aus 20 Conergy-Modulen und jedes Modul hat 180 Watt. Ja, das ist natürlich aus heutiger Sicht lächerlich. Die haben doch heute meistens mehr das Doppelte. Aber damals, 2010, gab es ganz wenig Module, die mehr Leistung hatten. Und wenn ja, dann waren die deutlich teurer. Also, dass ich quasi aus Preis-Leistungsgründen mich für diese 180 Watt Module entschieden habe. Ja, mal 20 ergibt 3,6 Kilowatt Peak. Das Ganze geht in 2 Strings an einen SMA-Wechselrichter, der hat 4 Kilowatt Peak Leistung, ist also doch relativ unterfordert mit der Anlage, was auch gut ist. Er ist also nie an der Leistungsgrenze, sondern immer deutlich darunter. Sind also eigentlich auf Dauer keine Probleme mit diesem Wechselrichter zu erwarten. Und bis heute, toi toi toi, läuft er störungsfrei. Ja, 2 Strings, weil mein Dach so klein ist. Ich habe einmal eine Südwest- und einmal eine Südostfläche. Und ja, das ist natürlich für diesen Verlauf der Sonne doch relativ gut. Denn ich habe von morgens bis abends eigentlich immer eine gleichbleibende hohe Leistung. Und natürlich habe ich mir damals so eine Prognose ausrechnen lassen. Was kann ich denn erwarten? Wie viel Ertrag würde ich wahrscheinlich erwirtschaften? Ja, und die Prognose ging davon aus, dass ich pro installierter Kilowatt-Peak-Leistung ungefähr 819 Kilowattstunden im Jahr erzeugen müsste. Und insgesamt müsste die Anlage im Jahr prognostiziert ungefähr 2900 Kilowattstunden erzeugen. So, habe ich das jetzt geschafft? Ist es vielleicht sogar besser als prognostiziert oder bin ich viel schlechter? Das habe ich natürlich über die Jahre auch ausgewertet und so viel vorweg, ich bin da ziemlich glücklich. Tatsächlich ist es nämlich so, ich habe eigentlich pro Kilowatt-Peak-Leistung 934 Kilowattstunden im Jahr erzeugt und im Durchschnitt eine Jahresernte von 3.363 Kilowattstunden. Also es sind ja deutlich 10% über der Prognose. Das ist natürlich sehr schön. Und vor allem, wenn man bedenkt, dass ich damals im Jahr 2010 natürlich noch eine anständige Förderung für die Anlage bekommen habe, also für den eingespeisten Strom und auch für den Eigenverbrauch, ist es natürlich noch schöner. Und meine Eigenverbrauchsquote, die ist auch relativ hoch. Tatsächlich, ich habe das versucht, so irgendwie zu optimieren, also manuell hauptsächlich, indem man eben Wäschetrockner, Spülmaschine, alles, was man so an Verbrauchern hat, möglichst tagsüber benutzt und möglichst nicht in der Nacht, wenn die Sonne nicht scheint. So dass ich dann so über die letzten 10, 11 Jahre so zwischen 25 und sogar 40% Eigenverbrauchsquote gekommen bin. Die 40%, das sehen wir gleich in der Excel-Liste, denn ich habe natürlich diese Jahre jedes Mal erfasst, wie viel, also welche Daten diese Anlage mir geliefert hat. Das musste ich manuell machen.
Denn 2010, mir war das zu teuer und damals gab es diese Lösung mit Web und App und all diesen automatischen Datenloggern gab es so noch nicht. Es gab zwar so eine externe Box für meinen Wechselrichter, der aber 500 Euro gekostet hätte. Und das Geld habe ich mir ja bei der kleinen Anlage dann gespart und habe die Daten quasi manuell erfasst. So, dann schauen wir uns doch mal erstmal zwei Grafiken an. Ja, die eine Grafik seht ihr hier, das sind die Erträge meiner PV-Anlage mit 3,6 Kilowatt Peak über die Jahre von 2011 bis 2021. Da haben wir die grüne Strichellinie, die liegt bei 3.363 Kilowattstunden pro Jahr und im Prinzip fast jedes Jahr liege ich da deutlich drüber, außer 2015. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber das muss echt ein grottenschlechter Sommer gewesen sein. Genau das Gegenteil war es bei 2019 und 2020. Ihr erinnert euch vielleicht noch, die Hitzesommer, gerade auch 2020, der heißeste Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnung hier in Norddeutschland. Da war der Ertrag natürlich gigantisch. Und dann die nächste Grafik. Da seht ihr im Prinzip eine Kurve, wie sich das mit den Kosten verhält. Wir haben nämlich insgesamt Gesamtkosten für alles, also nicht nur die Anlage, sondern eben auch Netzentgelte, Zählerkosten, Steuerberaterkosten von rund 15.000 Euro bis heute, 2022. Und jedes Jahr kommen ja Erträge dazu durch die Einspeisevergütung und durch eingesparten Strom, den ich eben selber verbrauche und nicht kaufen muss. Und die Kurve steigt natürlich jedes Jahr weiter an. Und ich bin jetzt quasi zum Ende 2021 auf ganz gutem Weg, aber noch nicht beim Break-Even. Da seht ihr diese Strichellinie, das heißt, da brauche ich noch ein bisschen bis Ende 2024, also vielleicht so im Herbst, dass ich diese 15.200 Euro sind es genau, dass ich die dann überschreite und dadurch im Prinzip in die Gewinnzone komme. Da ich noch bis 2030 diese Förderung bekomme, kann ich davon ausgehen, dass ich die Jahre von 2025 bis 30, also noch über 5 Jahre, jedes Jahr doch einen ganz hübschen Gewinn mit dieser ganz, ganz kleinen Anlage erwirtschaften kann. Ja, schauen wir uns die Kosten nochmal in der Übersicht an. Also die Anlage selber, die hat mich 11.500 Euro gekostet. Das sind übrigens alles Nettopreise, weil ich habe diese Kleinunternehmerregelung, darauf habe ich verzichtet und habe quasi das Ganze dann mit Mehrwertsteuerabzug gemacht. Das heißt, die Mehrwertsteuer wurde mir dann erstattet nach dem Bezahlen vom Finanzamt. Dafür muss ich aber die Mehrwertsteuer jedes Jahr in einer Steuererklärung eben, wie gesagt, als Umsatzsteuer dem Finanzamt wieder abführen. Also von allen Vergütungen, die ich bekomme, die sind natürlich netto plus Mehrwertsteuer, da muss ich die Mehrwertsteuer wieder abführen. Und ich rechne hier also für diese Rechnung nur mit Nettopreisen. Ja, Anlagenbau hat 11.500 Euro gekostet, dann muss ich Netzentgelte bezahlen über die letzten 11 Jahre. Das summiert sich drastisch auf 2.300 Euro. Dann habe ich Zählerkosten von 200 Euro in den 11 Jahren. Und sonstige Kosten von 1.200 Euro, das sind dann so Steuerberaterkosten hauptsächlich, die ich habe, weil ja meine Steuererklärung vom Steuerberater gemacht wird. Man kann nicht genau sagen, wie viel mich da die PV-Anlage kostet. Ich habe einfach mal mit 100 Euro im Jahr hier pauschal gerechnet. Insgesamt habe ich eine Vergütung bekommen von 10.789 Euro über 11 Jahre und dann 3.039 Euro eingespart, sodass ich im Moment noch mit 1.400 Euro in den Miesen bin. Aber wie gesagt, die Anlage läuft ja noch, hoffentlich bis 2030 ohne Ausfall. Davon gehe ich jetzt mal aus. Dann wird sich das für mich rechnen. Ja, und dann schauen wir uns auch mal die Excel-Tabelle an, die ich von allen Jahren aufgestellt habe. Also die möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Wir haben da natürlich die Gesamterzeugung. Ja, und da seht ihr natürlich auch die Eigenverbrauchsquote, die schwankt natürlich ziemlich. 2014 und 2015 waren wirklich sehr schlechte Jahre, was das angeht irgendwie. Da habe ich wirklich sehr wenig Eigenverbrauch gehabt. Da lag die Quote wirklich nur bei 25-26%. Ich weiß gar nicht, was damals los war. Warum das so ist, kann ich heute aus heutiger Sicht nicht mehr sagen. Das genaue Gegenteil war halt der Fall 2020, 2021, wo wirklich eine gigantische Quote von fast 40% rauskam. Unfassbar. Ja, dementsprechend stellen sich die Einspeisevergütungen dar oder auch die Vergütung für den Eigenverbrauch, denn ich bekomme pro Kilowattstunde für die Einspeisung tatsächlich noch 34 Cent netto und für jede Kilowattstunde Eigenverbrauch 16 Cent netto. Das ist aus heutiger Sicht ein Traum.
Netzabgaben kommen dazu, Zählerkosten kommen dazu, sonstige Kosten, wie gesagt, Steuerberater. Dann habe ich natürlich Stromkosten gespart. Die habe ich für jedes Jahr erfasst. Der Strompreis schwankt. Bei mir liegt der so immer so zwischen 23 bis 27 Cent die Kilowattstunde, bin also da noch ganz gut bedient. Tendenz in den nächsten Jahren garantiert deutlich steigt. Das würde bedeuten, dass ich da natürlich durch die eingesparten Stromkosten noch besser bin als jetzt schon in den letzten 11 Jahren. So kann man also sagen, ich bin noch nicht im Plus nach 11 Jahren, aber werde es bald sein und habe dann auch noch 5 Jahre ganz gute Gewinne. Das heißt, so eine kleine Anlage bei der Förderung, die ich damals bekommen habe, die rechnet sich für mich und ich bin total glücklich, dass ich die Anlage habe, weil das ist für mich auch ein psychologischer Effekt, allein zu sehen, dass du hier im Prinzip im Jahr 3500 Kilowattstunden erzeugst, was mehr oder weniger dem gesamten Verbrauch meines Haushalts entspricht, denn mein Haushalt verbraucht übers Jahr auch so rund 3600 Kilowattstunden. Das heißt, eigentlich erzeuge ich meinen Strom selbst, kann ihn bloß nicht immer selbst verbrauchen, stelle das dann eben meinen Nachbarn zur Verfügung. Ich finde, das ist ein schönes Gefühl und wir wollen ja auch alle irgendwie unabhängig werden von Kohle, von Gas, von Atomstrom, von was auch immer. Und wir müssen im Prinzip nachhaltig und regenerativ unseren Strom erzeugen. Und dafür ist auch so eine kleine Anlage natürlich super geeignet. Und ja, wie ist die Zukunft bei mir? Also natürlich, da das Ganze so gut gelaufen ist, bin ich im Prinzip schon dabei zu planen. Ich habe ja noch ein Garagendach und ich habe noch ein Carportdach. Die sind momentan noch leer und da möchte ich natürlich noch Module drauf packen. Das soll auch möglichst nicht mehr so lange dauern. Weiter in die Zukunft gedacht, ich möchte natürlich meine Gasbrennwerttherme durch eine Wärmepumpe ersetzen, möchte auch einen Akkuspeicher installieren, meine Eigenverbrauchsquote so weit steigern, wie es nur irgendwie geht, meine Elektroautos Überschuss laden, was ich mit der kleinen Anlage so gut wie nicht kann. Das heißt, die E-Autos lade ich so gut wie nie zu Hause. Oder wenn ich sie halt zu Hause lade, dann weniger über die PV-Anlage, weil einfach ja, die Leistung, die die liefert, zu klein ist. Also für mich hat es sich voll gelohnt. Ich bin sehr zufrieden mit der Anlage. Also kleine Anlagen können sich lohnen. Aus heutiger Sicht bei der geringen Förderung, da ist das fraglich. Allerdings sind die Kosten natürlich auch viel, viel geringer als vor 11 Jahren. Das ist dann so eine Rechnung, ob man in 20 Jahren auf Null kommt, ist für jeden sicherlich auch individuell, auch je nachdem, wie der eigene Strompreis ist, den man sonst bezahlen müsste. Ich kann euch nur ermutigen, das zu machen, wenn ihr ein Einfamilienhaus habt und noch keine PV-Anlage habt. Denkt da mal drüber nach. Ja, also aus meiner Sicht beide Daumen nach oben für meine PV-Anlage. Ich finde, es hat sich für mich voll gelohnt und es hat sich gerechnet. Wie sieht es denn bei euch aus? Habt ihr eventuell auch ein Einfamilienhaus mit einer Anlage oder überlegt ihr sie, euch anzuschaffen? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare, auch wie ihr zufrieden seid mit eurer Anlage. Wenn ihr positive Berichte habt oder auch Sachen, die nicht so gut gelaufen sind, schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Ja, würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert meinen Kanal. Ihr wisst ja, YouTube-Abos sind immer kostenlos, aber niemals umsonst. Dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Video. Würde mich freuen. Bis dahin, macht's gut.